Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal und somit auch zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mit euch Blätterteigröllchen mit Feta-Oliven-Zitronenfüllung machen. Und als Zutaten braucht ihr dafür Filoteig. Ich habe jetzt den hier genommen. Ich sag euch später, wie viel ihr davon ungefähr braucht. Dann habe ich hier 200 Gramm Feta-Käse, den ich schon zerkrümelt habe. 2 Esslöffel schwarze Oliven ohne Stein, die ich fein gehackt habe. Eine eingelegte Zitrone, die habe ich auch schon fein gehackt. Petersilie, ein kleiner Bund würde reichen, auch fein gehackt und ein Ei. Und hier habe ich noch einen Esslöffel getrocknete Minze. Ihr könnt das entweder im Öl frittieren oder im Backofen machen. Ich mache das diesmal im Backofen und dafür habe ich hier noch 2 Esslöffel Margarine, die ich geschmolzen habe, mit 3 Esslöffel Sonnenblumenöl. Wenn ihr das dem Öl eine Frittieren. Margarine oder kein Öl dazu zu tun. So, dann beginnen wir es. Wir mischen jetzt den Feta-Käse, die schwarzen Oliven, die Zitronen, die Petersilie und die Minze. Und wenn wir das alles miteinander vermischt haben, kommt das Ei dazu. Jetzt vermenge ich das alles gut mit dem Ei. Das ist wirklich ein sehr einfaches Rezept. Das war es jetzt auch fast schon. Also die Zutaten werden halt gemischt und dann werden die Blätterteigröllchen gemacht. Also es geht wirklich sehr schnell. So, meine Lieben, jetzt schneide ich den Filoteig. Ich halbiere den einfach einmal in der Hälfte. Einfach einmal längs durch. So, und wie gesagt, da ich das ja im Backofen mache, tue ich halt zwischendurch Margarine und das Öl drauf, damit der Teig nicht zu trocken wird. Ich gebe erstmal etwas davon auf die Arbeitsfläche, verteile das ein bisschen. Und dann gebe ich einfach einen Löffel von der Füllung kurz vors Ende. Ich lege das Ende einmal über die Füllung und dann klappe ich die Seiten ein, sodass auch an den Seiten keine Füllung rauskommt. Und dann rollt ihr das Ganze weiter ein. Hier wieder auch die Seiten einschlagen. Und weiter aufrollen. So, ich mache das jetzt mit meinem ganzen Filoteig und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich fertig bin. So, mein Blätterteig ist jetzt gefüllt.
Wie ihr seht, ist das auch schon auf dem Backblech. Ich gebe das jetzt in den Ofen und sag euch dann später, bei wie viel Grad und wie lange es gedauert hat. Bis später. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind meine Blätterteigröllchen jetzt fertig. Ich habe das jetzt so angerichtet. Bei mir waren die jetzt für circa 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze drin. Aber ihr müsst halt gucken, es kommt wie gesagt immer auf den Ofen an, deswegen halt immer zwischendurch drüber schauen. Ihr könnt auch, wenn ihr die Füllung macht, würzen, wie ihr wollt. Ich habe bei mir jetzt nichts reingemacht, weil meine Füllung war in Ordnung. Probiert einfach mal eure Füllung, bevor ihr das Ei reingebt, und dann könnt ihr die je nach Belieben würzen mit Pfeffer, Salz oder je nachdem, was ihr möchtet. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Like oder Abo da, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.